Hey Leute, was geht? Hier ist Julius und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Road to Glory Serie. Und ich habe euch im letzten Video drauf heiß gemacht, dass wir uns heute einen richtig genialen Spieler kaufen. Erstmal danke fürs Feedback der letzten Woche, beziehungsweise letzten Folge. Ihr habt wieder über 5000 Likes dagelassen. Würde mich freuen, wenn ihr das heute wieder schaffen würdet. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht das sehr gerne, um keine Videos mehr zu verpassen. Und wir holen uns endlich Paul Pogba, den ich in FIFA 17 unfassbar geliebt habe. Das war einer meiner absoluten Lieblingsspieler immer im Team. Und mit dem habe ich jede Woche die Weekend League gerockt. Hatte damals die Once-to-Watch-Karte von ihm im Team. Und er hatte ja dann, ich glaube, eine 90 oder sowas in der Richtung. Oder sogar eine 92. Auf jeden Fall war der in FIFA 17 extrem stark. Und ich habe mir einige Meinungen reingeholt zu Pogba in FIFA 18. Einige meinten, dass der nämlich nicht ganz so gut ist. Habe ich zumindest so allgemein gehört. Allerdings habe ich auch von vielen gehört, dass der echt sehr, sehr stark sein soll. Vor allem kommt durch Pogba Martial auch auf volle Chemie und Pogba selbst eben auch, obwohl er ja zwei rote Links hat, aber er hat halt den Perfect Link zu Martial, von dem her passt er da auch richtig, richtig gut rein. Am Ende habe ich dann den guten Phil SKS gefragt, ob er den gut findet, denn der hat den im Team und er meinte, dass der mega gut ist und auf Phil kann man sich auf jeden Fall verlassen, würde ich sagen, denn der ist ein richtig guter FIFA-Spieler, Phil SKS. Ja, den habe ich vor kurzem schon mal in der Folge erwähnt. Der hat ja auch am Wochenende wieder 39-1 geholt. Und deswegen für mich ganz klar gewesen, ja, den Pogba, den musstet ihr holen. Auf den hatte ich, wie gesagt, auch das ganze Jahr schon richtig Lust. Einfach, weil er richtig geile Allround-Werte hat. Verteidigen hat er ein bisschen abgenommen, glaube ich, aber der hat immer noch richtig gute Werte. Die 5-Star-Skills machen ihn zu einem unfassbar einmaligen Spieler, denn er hat so einen richtig anderen Körper in-game. Er ist einfach so ein richtiges Tier, so ein richtiger Felsen, bewegt sich aber trotzdem wie ein richtig trippelstarker Spieler und ja, nach den 40 Spielen kann ich euch sagen, Pogba, jeder einzelne Coin von diesem Transfer hat sich mehr als gelohnt. Ihr werdet noch sehen, was der so abgezogen hat. Richtig genialer Spieler, hat glaube ich 450.000 Münzen mich gekostet. Ich habe den am Donnerstag geholt. Mittlerweile kostet er auch nur noch 420.000 Münzen. Aber der ist auf jeden Fall richtig, richtig stark und das Mittelfeld wurde dadurch auch nochmal sehr viel besser. Ander Herrera war für mich auch ein extrem guter Spieler, muss ich sagen. Der hat richtig viele Tore gemacht und richtig viele Tore vorbereitet. Hatte halt leider nicht die 4-Star-Skills, sondern nur 3 Sterne, obwohl das für mich dann auch nicht ganz so schlimm war. Ich kam dann trotzdem noch richtig gut mit dem klar. Der ging da auf jeden Fall trotzdem gut ab. Hätte ich auch gar nicht von dem unbedingt erwartet, aber 5-Star-Skills sind dann halt nochmal sehr, sehr viel besser. Und heute in dem Video werde ich euch wieder alle 40 Spiele zeigen. Also heute wieder eine komplette Weekend-League-Zusammenfassung. Ich habe auch eine kleine Team-of-the-Week-Prediction für euch am Start. Ich kann da allerdings nicht genau sagen, ja, für was die Spieler da reingekommen sind, aber das gucken wir uns dann später nochmal ein bisschen genauer an. Ihr könnt mir natürlich gerne wieder in die Kommentare schreiben, wie ihr diese Weekend League abgeschlossen habt. Nach der letzten Weekend League, die für mich ganz gut losging, war es mir wichtig, dass ich diese Woche auf jeden Fall wieder Vollgas gebe. Letzte Woche nur 26 Siege, war natürlich jetzt nicht meine beste Leistung. Ich will auf jeden Fall immer versuchen, in Elite 3 zu kommen. Das ist immer so das Mindestziel. Im ersten Monat war das Mindestziel ja immer Gold 1, aber mittlerweile sollte das Mindestziel ja jede Woche Elite 3 sein. Auch einfach, weil ich es von FIFA 17 noch mega gewöhnt bin. Am Ende habe ich ja richtig oft Elite 1 geholt. Und dadurch bin ich ja auch in dem einen Monat in die Top 100 gekommen. Da hatte ich, glaube ich, zweimal 36, einmal 35 und einmal 34. Und ja, wenn man so gut war im letzten FIFA, dann erwartet man natürlich auch im nächsten FIFA wieder ähnlich gut zu sein. Von dem her möchte ich mich da nach und nach steigern. Aber das Team sieht so langsam, aber sicher richtig, richtig gut aus, muss ich sagen. Mir gefällt es bis jetzt extrem gut. Das Einzige, was mich stört, ist die rechte Ecke mit Asensio, mit Varane und mit Carvajal, wobei Varane eigentlich echt sehr, sehr gut ist. An dem gibt es eigentlich nichts zu meckern. Der ist richtig, richtig stark, aber geht natürlich noch ein bisschen besser. Carvajal allerdings, der, ja, den habe ich jetzt schon übel oft in den letzten Folgen genannt, dass der mir nicht gefällt, aber der ist halt einfach nicht so gut. Der hat zwar 84 gut verteidigen, aber nur 82 Tempo und der sollte da ein bisschen schneller sein, meiner Meinung nach. Die Außenverteidiger, da ist es mir wichtig, dass die ja schon so mindestens 85 Tempo haben. Alaba hat 86 Tempo, glaube ich, mit Shadow geht er auf jeden Fall richtig gut ab und viel mehr braucht man dann nicht, aber Carvajal ist mir auf jeden Fall zu langsam und irgendwie ein bisschen zu klein, der Körper ist ein bisschen komisch, keine Ahnung, was ich zu dem sagen soll, der gefällt mir einfach nicht so gut. Und Asensio, der war in den ersten Weekend Leagues richtig, richtig gut, aber mittlerweile merkt man, dass der, ja,
im Vergleich mit vielen, vielen anderen Spielern ein bisschen hinterherhinkt. Der hat halt auch nicht die allergeilsten Werte. Da bin ich mir allerdings mega unsicher, was ich mir holen soll. Was meint ihr? Rechts könnte ich, ja, ich glaube Modric spielen. Könnte dann in der rechten Innenverteidigung Ramos holen. Und Rechtsverteidiger müsste in Cavarral bleiben. Oder ich hole mir rechter ZM Isco, vielleicht auch der Inform. Wobei das eher eine Verschwendung der Coins wäre. Rechter Innenverteidiger Ramos, dadurch haben die einen Perfect Link. Und dann könnte ich Rechtsverteidiger entweder Semedo spielen, der ziemlich gut sein soll. Oder ich könnte Bellerin aus der Premier League spielen, was auch ziemlich cool wäre. Ich werde in der nächsten Folge ziemlich sicher nochmal darüber reden, welche Spieler ich mir demnächst noch holen will. Also die ganz, ganz teuren Spieler. Und schaut euch hier mal dieses Aids-Tor an. Das war übrigens gegen einen Abonnenten oder gegen einen Follower oder wie auch immer. Er kannte mich auf jeden Fall. Und ja, er mit einem richtigen Aids-Tor, ich dann auch mit einem richtig Lucky-Tor. Und in der 120. Minute schaffe ich es dann, ja, mit Vidal dann noch das 3:2 zu machen. War auf jeden Fall ein bisschen glücklich am Ende, dann noch kurz vor Schluss das Tor zu machen. Aber geht auf jeden Fall klar, das Spiel war komplett ausgeglichen. Und ihr seht schon, ich stehe 13:0. Das ist auf jeden Fall meine, ja, bis jetzt mit Abstand beste Weekend League, zumindest der Start. Dann habe ich allerdings verloren. Ich habe auch von Tim Latka gehört, dass das 14. Spiel, immer ab da soll es immer richtig schwer werden, meinte er. Und das 14. Spiel, genau das habe ich dann tatsächlich verloren. Und dann kommen wir zum 15. Spiel. Ich werde euch natürlich nicht alle Spiele heute zeigen, sondern nur die Hälfte. Alle 5 Spiele ungefähr lasse ich weg, damit ihr da schon mal so ein bisschen Bescheid wisst. Gegner auf jeden Fall mit einem richtig starken Team. Das war das letzte Spiel an dem Abend, das weiß ich noch. Und das wollte ich dann natürlich auch noch gewinnen. Schaffen wir hier direkt mal das 1:1 durch Griezmann, der dann in die Mitte auf Asensio und der in den Winkel das Ding gehauen. Richtig, richtig gut. Gegen solche Teams zu gewinnen ist immer das Beste, wenn man gegen halt, ja, Ronaldo und Co. spielt. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass dieses Jahr der Teamunterschied krasser ist als letztes Jahr. Habe ich zumindest das Gefühl. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch so seht. Also meiner Meinung nach denke ich oft, dass Leute mit Ronaldo-Teams und so weiter einen größeren Vorteil haben als noch in FIFA 17. Das zumindest so mein Gefühl. Schreibt mir mal da eure Meinung in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr interessieren. Also Leute mit solchen Ikonen und so weiter, die sind einfach extrem schwer zu besiegen. Da ist es natürlich dann immer die Frage, ist der Spieler hinter der Konsole auch wirklich gut oder liegt es halt auch am Team? Aber das kann man dann halt auch nie so genau sagen. Das Ding ist halt, dass ich auch sehr, sehr viele Leute auf YouTube sehe, die letztes Jahr in FIFA 17 extreme Probleme hatten, in Gold 1 zu kommen und dieses Jahr locker easy in Elite kommen mit ihren, ja, richtig krassen Teams, was ja auf jeden Fall auch ganz cool ist. Kann natürlich auch sein, dass die sich krass verbessert haben. Wie gesagt, schreibt mir mal dazu gerne eure Meinung in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Und ich selbst merke ja auch bei mir, dass ja, mein Team immer besser wird und dadurch ich mich auch ein bisschen leichter ja, fühle. Sag ich einfach mal. Pogba zum Beispiel, der hat jetzt 450.000 Münzen gekostet, ist damit mit Abstand der teuerste Spieler im Team. Ich glaube, danach kam Griezmann für 320.000 Münzen, der mittlerweile auch viel günstiger ist, aber der ist halt auch extrem gut. Und Pogba für 400.000, der lohnt sich wirklich meiner Meinung nach. Der hat richtig viele Tore geschossen, obwohl er bei mir im rechten ZM spielt, was echt nicht schlecht ist. Und ihr seht, mittlerweile stehe ich 24:9, was ziemlich ärgerlich ist, weil ich stand 17:3 und dann 19:4 und bin dann ziemlich eingebrochen. Hatte dann 5 Siege und 4 Niederlagen. Nach so einer Siegesbilanz ist das auf jeden Fall richtig, richtig bitter, aber das liegt auch am Matchmaking. Umso mehr Siege ihr habt, umso schwieriger wird es natürlich. Und wenn ihr besonders gut gestartet seid, zum Beispiel ein 9:0 oder ein 3:0 wie diese Woche, dann bekommt man meiner Meinung nach auch viel krassere Gegner, als wenn man schlecht rein startet. Hier kommen wir dann bei 25:9, ja, gegen einen E-Sportler, gegen einen Deutschen. Der hat mir danach auf Twitter geschrieben, der war irgendwie auch schon mal deutscher Meister oder sowas in der Richtung. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es allerdings ein eher unbekannter E-Sportler, beziehungsweise ich habe von dem noch nichts gehört, aber der war auf jeden Fall auch saugut. Grüße gehen an der Stelle raus. Und dann hatte ich noch 5 Spiele übrig, musste davon mindestens, ja, 4 gewinnen für Elite. Ob ich es geschafft habe, das ist die Frage. Beziehungsweise bei den letzten 8 Spielen, die ich noch hatte, musste ich 6 gewinnen. Mal schauen, ob das klappt. Das hier gewinnen wir auf jeden Fall. Damit stehen wir 26:10. Ja, 26 Siege hatten wir auch letzte Woche. Und dann kommen wir gegen dieses unfassbar kranke Team mit Overmars, mit Kluivert, Rui Costa,
Prime Icon und Petit Prime Icon. Richtig krankes Team, saustark. Aber in der 24. Minute Martial erstmal durch, nagelt das Ding hier richtig heftig rein ins Tor zum 1:0 und schnappt sich hier erstmal den Ball, denn wir wollen hier Vollgas geben. In der zweiten Halbzeit der Ball auf Pogba, der mit dem Scoop-Turn und mit dem Longshot vom 16-Meter-Raum ja, zum 2:0 und der Gegner quittet einfach mal raus, war auch ein Footgründer. Viele fragen mich öfter mal, ja, was sind Footgründer? Footgründer sind Leute, die beim ersten FIFA Ultimate Team, ja, FIFA Ultimate Team gespielt haben. Ich glaube, das waren FIFA 08 oder FIFA 09 oder so. Da konnte man sich Ultimate Team, soviel ich weiß, als Add-on zu FIFA dazu kaufen. Ganz sicher bin ich mir da auch nicht. Könnt ihr mir auch in die Kommentare schreiben, falls ihr das wisst. Das ist auf jeden Fall eine geile Sache, wenn man Footgründer ist. Und da gibt es auch echt nicht wenige von, finde ich. Richtig nice. In der Team of the Week Prediction sind übrigens die besten Spieler Lukaku, Son als Stürmer, ja, Mkhitaryan als ZOM, Silva als, also David Silva als rechtes Mittelfeld, Marcelo, der richtig geil ist, Benatia, Rodriguez, der Schweizer, Konoplyanka ist auch am Start und Pickford im Tor. So im Groben und Ganzen die Team of the Week Prediction. Und dann kommen wir hier zu meinen letzten zwei Spielen. Eins davon muss ich gewinnen, um in Elite 3 zu landen. Schaut euch bitte diese Szene genauer an. Die habe ich euch jetzt hier nochmal reingeschnitten. Griezmann mit dem Berbatov-Spin. Schaut euch mal an, wie verbuggt das ist, Alter. Der hat den einfach gespinnt, obwohl der Ball nicht an seinem Fuß war. Ich war einfach mal wieder krass am Hacken. Ja, Julius Hacker confirmed. Das war einfach richtig merkwürdig, was da abging. 2:0 dann wenig später durch Martial und der Gegner quittet raus. Damit schaffen wir es auch diese Woche mal wieder. Ja, in Elite. 6 Weekend Leagues damit gespielt und 3 davon in Elite. Ja, das ist doch eigentlich echt eine passable Leistung, würde ich sagen. Nach der letzten Woche starten wir hier richtig, richtig gut rein und ja, sind damit auf einem guten Weg zu Elite 2 oder Elite 1 monatlich. Schaut euch dieses geile Tor da nochmal an. Dembélé flickt sich den Ball mit dem neuen Trick nach oben, flankt das Ding in die Mitte direkt und Griezmann dann mit dem Seitfallzieher ins Tor. War auf jeden Fall eins meiner schöneren Tore in FIFA 18. Ja, das letzte Spiel gewinnen wir dann 8:0. Keine Ahnung, warum wir irgendwie mittendrin mal ein paar richtig kranke Gegner bekommen und dann in meinen letzten zwei Spielen die Gegner echt nicht so gut waren. Der vorherige Gegner war auch nicht so stark und der letzte war halt einfach echt gar nicht gut. Richtig komisch. Damit beenden wir die Weekend League wieder mit 30 Siegen und 10 Niederlagen. Bin ich auf jeden Fall mega zufrieden mit. Richtig, richtig geil. Und Squad Battles habe ich leider nicht ganz so viele Spiele geschafft diese Woche. Deshalb nur Gold 1. Aber es geht auch noch klar. Das sind immer noch ein paar extra Münzen. 12.000 Münzen, 2 15k Packs und ein Premium Goldspieler Set. In dem haben wir ja letzte Woche den Hugo Lloris und Walker in einem Pack gezogen. Von dem her war ich da ein bisschen, ja, guter Dinge, dass wir da auch den einen oder anderen guten Spieler ziehen können. Im ersten Pack direkt mal ein Brett, war dann allerdings nur Valero, der absolut nichts wert sein sollte. Hätte schon noch ein bisschen besser sein können. Im zweiten Pack, wie war es anders zu erwarten, ziehen wir dann natürlich kein Brett. Nastasic von Schalke 04, der auch überhaupt nichts wert ist. Ansonsten ein paar ja, Non-Rare-Gold-Spieler, die habe ich alle in den Verein getan. Die werde ich in den nächsten Tagen mal verkaufen. Da war aber insgesamt halt leider einfach nichts besonders Brauchbares dabei, was uns groß Coins bringen würde, aber kann ich auch verstehen, dass da mal kein Packlack am Start war. Das war's von der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da und abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, bin ich raus für heute. Macht's bis zum nächsten Video. Gut, haut rein und ciao.